Hallo, herzlich willkommen zu Spirituelles Coaching. Ich bin Alex und ich freue mich, dass du hier bist. Heute werden wir über Telegram sprechen. Was werden wir über Telegram besprechen? Die Grundlagen, die Vorteile und dann die Unterschiede zwischen Gruppen und Kanälen. So, vielleicht hast du dich schon mal gefragt, was Telegram so kann oder warum Telegram anders ist als WhatsApp. Okay, das werden wir heute sehen. Es ist ein anderer Tool und jede Plattform hat seine Vorteile und seine Nachteile. Ich lade dich ein, heute ein bisschen mehr über Telegram kennenzulernen, mit dem Ziel, dass du über Telegram mehr Sichtbarkeit kriegst, eine bessere Kundenakquise, eine bessere Kundenbindung und dass du dein spirituelles Business wunderschön gedeihen kannst. Ich persönlich merke, dass ich mit Telegram eine viel bessere Reichweite habe als bei WhatsApp, weil Telegram viele verschiedene Tools hat, die WhatsApp gar nicht hat. Und zwei davon sind die Gruppe und der Kanal. Ich werde jetzt mein Telegram öffnen, damit du einen Blick werfen kannst, wie es aussehen kann. Viele von euch haben noch gar nicht all die Möglichkeiten ausprobiert, die Telegram hat. So, jetzt wird mein Telegram angezeigt. Zu den Basisfunktionen von Telegram. Telegram lässt sich hier in der Horizontale auf dem Desktop sehr gut einsortieren. Das Ganze kannst du mit deinem Handy machen. Zum Beispiel, du klickst hier unten, wo die Einstellungen sind. Und danach, ich werde dich mit einem Pfeil lotsen. Danach gehst du hier auf Ordner. Du klickst einmal hier drauf und hier bei Neu erstellen, ich habe schon mehrere Ordner natürlich erstellt, du klickst hier auf Neu erstellen und dann kannst du deinen Ordner so eine Figur geben. Du kannst aber deine Ordner auch so benennen, wie du sie benennen möchtest. Hier drinnen steht, wie viele verschiedene Gruppen oder Menschen du dazugeordnet hast, weil du kannst Menschen, Kanäle und Personen dazuordnen. Dazu werde ich jetzt einer davon öffnen. Zum Beispiel, ich öffne hier My Business. In My Business, ich habe meine Gruppe von Lightworkers Awakeness dazugefügt. Ich habe dann mein Kanal dazugefügt, weil das zwei verschiedene Sachen sind. Und der Backup von allem, was ich im Business mache, um es ordentlich und sauber zu haben. Wie ich es gemacht habe, ich klicke hier auf Chats hinzufügen. Das lösche ich jetzt erstmal. Und wie du siehst, hier kommt eine Liste von allen Gruppen, die ich dazugehöre. Man kann auch sehen, wie viele Leute sind in jeder Gruppe. Hier 80 Menschen, hier 2155. Und das ist der Vorteil von Telegram. Wenn du lernst, es zu nutzen, du kannst auch so wachsen, wie zum Beispiel hier. Diese Gruppe hat 58.000 Menschen. Diese Gruppe hat 20.000 Menschen. Diese 3.000 Menschen. Und das sind alles spirituelle Gruppen. Du wunderst dich, dass es weltweit so viele Leute gibt, die sich schon im Außen zeigen mit dem spirituellen Business. Dann mach dich auf was gefasst. Du kannst auch dazugehören. So. Und dann, wie man sieht, hier habe ich viel, viel mehr Gruppen. Und wenn du so viele Gruppen hast wie ich, weil du mit diesen Gruppen in der Vernetzung bist, ich kenne die Leute, die in diesen Gruppen drin sind, die machen Werbung für mich, ich mache Werbung für sie, wir tauschen, ich kann meine Workshops in diesen Gruppen publizieren. Guck mal, 58.000, das bedeutet, ich habe eine echt große Reichweite. Aber ich habe nach diesen Gruppen auch gesucht. Nein, es gibt keine gelbe Seiten für diese Gruppen. Da muss man sich wirklich die Beziehung erarbeiten. Aber das zeige ich dir auch, wie es geht. Das tolle Telegram ist sehr anonym. Und guck mal, und wenn du in so viele spirituellen Gruppen drinne bist und Kanäle wie ich, irgendwann wird es unübersichtlich. Und dann ist es am einfachsten, wenn du, so wie ich hier, den einen oder anderen anklickst, dann klickt man auf Fertig. Und schon sind sie drinnen bei diesem Ordner. Aber jetzt möchte ich zum Beispiel, dass in diesem Ordner diese Gruppe nicht drin ist.
Das kann ich natürlich auch löschen. Hierbei verlassen nicht klicken, weil dann löscht du dich von der Gruppe. Das möchtest du nicht. Mit dem Handy sein Wegwisch nach rechts mit dem Finger. Hier muss man einmal mit der rechten Maustaste klicken auf Entfernen. Und dann kann ich wieder Entfernen klicken und dann sieht mein Ordner so sauber aus. Okay, das war jetzt die Basic. So, wir gucken uns jetzt der Unterschied zwischen Gruppen und Kanälen. Ich beginne jetzt hier mit meiner Gruppe Planetencode. So, wir sehen erstmal, wie viele Personen hier drin sind. Und zwar, hier sind zurzeit 59 Personen drin. Vielleicht befindest du dich auch in dieser Gruppe. Und wenn man einen persönlichen Kontakt haben möchte, das nennt man High Impact. Das bedeutet, du bist wirklich in einer Gruppe drin, du schreibst, du antwortest, du organisierst. Dann sind 59 Personen auch, glaub mir, ziemlich viel. Weil man 59 Personen die Zeit widmet. Und hier kann man den ganzen Verlauf sehen. Das ist eine Form von Verlauf schon Richtung Evergreen. Das bedeutet, dass du kannst eine Gruppe so konfigurieren, dass du hier immer eine Videothek, eine Bibliothek ready hast, sodass die Leute immer über diese Dateien und Links verfügen können für spätere Zeiten, du aber auch. Das ist etwas, was in WhatsApp auch möglich ist, aber mit dem Problem, dass alle Leute, die zum Beispiel heute eingestiegen sind in der Gruppe, können den Verlauf und die Dateien, die früher hochgeladen wurden, nicht ansehen. Da haben sie keinen Zugriff. Das ist anders hier beim Telegram. Ich klicke jetzt einmal hier, wo der Titel ist, damit sich die weiteren Funktionen öffnen. Hier sehen wir einmal den Titel der Gruppe. Wir sehen, dass wir hier Leute hinzufügen können aus unserer Freundschaftsliste. Wenn du den Kontakt von jemandem hast, kannst klicken, die Person zufügen. Du kannst die Gruppe auf stumm schalten. Zum Beispiel, wenn du nicht möchtest, dass dauerhaft diese Gruppe klingelt und klingelt und klingelt und du möchtest die Nachrichten vielleicht nur für eine Stunde stumm schalten. Das kann man auch machen oder regelmäßig. Du kannst hier auf Videochat klicken. Du kannst ein Videochat organisieren, den ich jetzt erstmal schließen werde, damit dass jemand hier reinkommt. Aber die Funktion gibt es auch. Hier klicke ich auf Verlassen. Ja, verlassen. Du kannst auch diesen Chat, oh, jetzt bin ich raus, diesen Chat auch programmieren mit einem bestimmten Datum, sodass alle Teilnehmer hier oben, ich gehe hier zurück, hier kommt ein Banner, Videochat, einen Countdown haben und sehen, wann du deinen Workshop leiten wirst. Hier bei mehr, wenn du klickst, dann kannst du deine eigene Gruppe löschen oder verlassen oder eine Gruppe, in der du drin bist. In dieser Info ist es wichtig, dass du eine kleine Beschreibung schreibst über, also worum es geht in deiner Gruppe, was du wünschst und was du nicht wünschst. Denn es kann passieren, dass zum Beispiel Leute Werbung für sich machen oder für andere Plattformen und dass du in dieser Gruppe es nicht möchtest. In manchen Gruppen möchte ich es schon, aber in dieser zum Beispiel nicht. Deswegen habe ich es geschrieben und das lesen die Leute auch, wenn sie in die Gruppe reinkommen und dann hast du keine Probleme mehr. Wie deine Gruppe heißt, du kannst hier auf Kopieren gehen. Meine Gruppe heißt @planetencode. Wie habe ich die Gruppen, wie habe ich den Gruppenname gemacht? Ich ging auf Bearbeiten und dann bin ich auf Gruppenart gegangen. Ich werde das jetzt hier mit einem Pfeil kennzeichnen. So, Gruppenart. Dann klickst du drauf und du hast die Möglichkeit zwischen öffentlich und privat zu wechseln. Privat, dann kriegst du einen Default-Code, den kannst du den Leuten weiterleiten. Öffentlich, dann kann jeder, der diesen Link hat, reinkommen. Dieser HTTPS-Link, der ist wichtig, wenn du nach einem URL oder Link gefragt wirst in einer externen Plattform, den gibst du genauso, wie es ist. Wenn es intern ist, dann nur mit @planetencode, aber so kann man sich nur intern in dem Suchbereich von Telegram finden. So, wir gehen jetzt zurück. So, Reaktionen. Was sind die Reaktionen? Du hast vielleicht schon gemerkt, dass es in den meisten Gruppen, dass man mit einem Smiley antworten kann.
mit irgendeinem Herzchen. Das musst du aber als Gruppenbesitzerin selber hier eintippen. Wenn du es nicht selber eingibst, zum Beispiel keine Reaktionen, dann können die Leute nicht in der Form reagieren. Und du kannst aber auch sagen, du möchtest zum Beispiel gewisse Reaktionen nicht haben. Ich wollte, dass das wütende Gesicht und dieses Gesicht nicht haben. Dann habe ich einfach das Häkchen rausgenommen und dann hast du es total unter Kontrolle. Es kommen immer mehr Smileys dazu, wie man sieht. Ja, zum Beispiel, die sind jetzt neu. Die möchte ich jetzt dazufügen. Es gibt hier thematische Smileys auch in letzter Zeit. Und es werden einfach immer mehr dazukommen. Und du kannst sie, wie gesagt, anklicken oder ausklicken. Du kannst auch zu so Themen wählen, das werden wir in einem anderen Video sehen. Das ist ein anderes Thema auch für sich. Aber in dieser Gruppe ist das nicht möglich, weil die Gruppe sehr klein ist. Die Gruppe muss mindestens 200 Teilnehmer haben. Deswegen werde ich das in einem anderen Video in einer größeren Gruppe, die ich habe, auch zeigen. Mitglieder. Du kannst hier sehen, wer bei dir Mitglied ist. Hier oben sind die Leute, die du persönlich eingeladen hast, die in deiner ja, Freundschaftsliste gespeichert sind. Und das sind die Leute, mit denen du nicht direkt angefreundet bist, die über den Link gekommen sind, aber du hast sie in dein Telefon nicht gespeichert. Dann Einladungslinks. Link kopieren, Link teilen. Das ist, damit die Leute über deinen Link und den Gruppennamen reinkommen können. Berechtigungen, das ist auch eine wichtige Sache. Das bedeutet, wenn zum Beispiel in deiner Gruppe zu viel geschrieben wird und vielleicht es gibt Leute, die deine Gruppe nutzen, um einen jetzt 1:1 Austausch zu haben, was eigentlich in einem privaten Chat dazugehört, und du merkst, dass die anderen Leute vom Thema oder diese Leute vom Thema abdriften und die anderen Leute gar nicht mehr zu Wort kommen oder merkst, dass deine Gruppe vielleicht einfach zu viel Nonsens-Inhalt hat von Leuten, wo du denen empfehlen könntest, bitte nehmt euch einen privaten Chat oder telefoniere. Aber du kannst nicht die ganze Zeit online sein, um dieses zu kontrollieren. Dann kannst du zum Beispiel hier klicken, dass erst der langsame Modus, dass man erst nach jeder Minute eine Nachricht schicken kann. Und dann nimmst du schon die Luft raus, wenn jemand sehr schnell tippen möchte und da steht auf einmal eine Uhr. Du kannst erst in einer Minute die Antwort schicken, dann bremst du diese Person ab. Du kannst es aber auch so machen, dass wenn du nachts schlafen gehst und du nicht möchtest, dass deine Gruppe ständig bing, 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 bing aktiv ist, weil du vielleicht auch eine Gruppe hast, wo Leute, die wirklich Nachteulen sind oder mit Leuten, die in einem anderen Kontinent sind, aber du in Deutschland möchtest schlafen, dann klickst du auf eine Stunde und dann müssen die Leute warten im Schlafmodus, bis eine Stunde vergangen ist, um wieder das Wesentliche als Nachricht zu schicken. Du kannst Nutzer entfernen. Oh, genau, da habe ich jemanden entfernt. Wenn jemand deine Gruppe aus irgendeinem Grund boykottiert, du kannst die Person warnen. Und wenn die Person es nicht sein lässt, dann kannst du die Person von deiner Gruppe entfernen. Deine Gruppe, dein Haus, also, das bedeutet, dass du komplett in der Kontrolle bist und entscheidest, wer darf bei dir in deinem Haus zu Besuch sein. So, wir haben jetzt hier die Berechtigung. Ich klicke zum Beispiel hier und kann sein, dass manchmal, dass wegen der Konfiguration, dass die eine Person zum Beispiel die Berechtigung nicht hat, Nachrichten zu schicken. Und das sehe ich jetzt gerade hier, wo Matthias keine Nachrichten schicken kann, aus irgendeinem Grund, vielleicht mein Bot hat es gemutet. Ich muss aber auch gleich den Bot nachschauen und bei einem anderen Video werde ich zeigen, was das Bot bedeutet, was es macht. Und er darf mich auch, falls du, Matthias, diesen Video siehst, ganz doll entschuldigen, dass ich nicht rechtzeitig gesehen habe, dass du keinen Nachrichten schicken kannst. Matthias darf aber natürlich auch Mitglieder zufügen. Das war auch eine Maßnahme, die ich nicht so beschlossen habe. Also geben wir ihm jetzt zwei andere. Jetzt gucke ich bei Karin. Ah, bei Karin ist die gleiche Situation. Tut mir leid, Karin. Jetzt kannst du Nachrichten schicken. Guck mal, alles, was ich hier gesehen habe, weil ich nicht die ganze Zeit reingeschaut habe. Und hier sind so viele Leute gemutet, wo es mir wahnsinnig
leid tut. Und dann frage ich mich, warum die Interaktion so niedrig ist. Und manche teilen, okay, ab hier ist das schon alles im Blut. Nein, hier ist es auch nicht im Blut. Genau, einfach die Liste regelmäßig durchgehen, vor allem wenn neue Leute dazugekommen sind und gucken, dass sie die Möglichkeit haben, sich auszutauschen. Ich glaube, das ist soziales Blut. Genau. Okay, das passt schon so weit. Okay, so. Und dann Administratorin, das bist du. In diesem Fall mein Bot Rose hilft mir, wenn ich nicht online sein kann, um gewisse Sachen zu regeln. Und du kannst hier jemanden hinzufügen, wenn du der Meinung bist, dass du von jemandem Unterstützung gebrauchen kannst, jemanden, dem du vollkommen vertrauen kannst, dann kannst du die Person anklicken und so einen Administrator machen. Genau. Okay. Das wäre die Konfiguration. So, jetzt sehen wir die Vorteile. Die Vorteile einer Gruppe ist, dass man sich austauschen kann, dass man einen Chat haben kann. Dann sehen wir hier, dass wir auch auf Medien klicken können. Sind alle Fotos und Videos, die in dieser Gruppe ausgetauscht worden sind. Du hast eine Riesenbibliothek. Und wir sehen, es ist wichtig, dass du dem klar bist, was ausgetauscht wird, sodass es für dich eine Ressource ist in Zukunft. Hier haben wir verschiedene Übungen gemacht, verschiedene Dateien. Aber hier in Dateien ist wirklich ein super wertvoller Schatz. Alle PDF-Dateien, die in der Gruppe geteilt werden, guck mal, die sind hier sichtbar. Und das ist wichtig zu wissen, dass das ist eine Ressource, auf die und andere in Ewigkeit zugreifen können. Zum Beispiel, ich kann hier mit Doppelklick diese Datei runterladen, aber ich kann auch zum Beispiel anklicken, zeige mir diese Nachricht im Chat und hier ist es, wo sie mir gezeigt wurde. Ich kann sie downloaden, ich kann sie direkt im Handy öffnen und ansehen. Ich habe diese Nachricht aber auch mit einem Schnellfindecode oder Weiterleitcode versehen. Wenn du mit der rechten Maustaste einmal klickst, dann siehst du hier den Nachrichtenlink kopieren und den kannst du zufügen. Das zeige ich dir wie. Angenommen, diese Nachricht, die werden wir weiterschicken. Nochmal, also das ist das erste Mal. So, ich schicke die Nachricht weiter und hier im Chatbereich klicke ich auf Einsetzen. Da ist jetzt der, was ist der falsche Code? Nochmal. Dann klicke ich hier auf den Link, den kopieren. Dann klicke ich hier und guck mal, hier ist der Code kopiert. Das ist ein einmaliger Code, der sich nur auf diese Nachricht bezieht. So dass, wenn du den einen Post von dir sehr nützlich findest oder von jemand anders und verschicken möchtest und möchtest, dass die Person deine Gruppe findet, dann kannst du diesen Code schicken und die Person findet die Datei aber zusätzlich gepaart mit deiner Gruppe. Andere Vorteile, die so eine Gruppe hat, ist, guck mal, du kannst auch mit Hashtags arbeiten. Hier habe ich verschiedene Hashtags zu der Nachricht geschrieben. Das sind die Hashtags, das sind eher eins zu eins die Themen, die die Nachricht beinhalten. Es hat der die Idee, dass wenn ich draufklicke, dass ich alle Dateien, zum Beispiel hier bei Zahlen, alle Dateien, die ich unter Zahlen gespeichert habe, dass ich sie wieder finden kann. Ladevorführungseffekt, der macht das gerade nicht. Okay, jedenfalls. Okay, wir geben hier Zahlen. So, im Suchbereich. Und guck mal, überall, wo Zahlen, Hashtag Zahlen steht, da kriege ich hier im Verlauf alle Nachrichten, die damit zu tun haben. Und das sehen, wenn du Hashtags gibst, dann ist es eine Form, es noch schneller zu finden, wo die private Chats nicht mitgezählt werden, sondern nur der Hashtag. Mit dem Handy funktioniert das meistens sogar besser. Fahrbereit. So. Okay, Vorführungseffekt. Aber wie ich schon sagte, mit dem Handy funktioniert es besser. Man klickt einmal drauf und dann kommen alle Dateien, die damit verbunden sind, sofort
zu sehen und das ist wie eine Bibliothek. So, das war jetzt Mediendateien links. Wenn du einen Link generierst zu einem Thema, wie ich schon sagte, zum Beispiel hier Trigonspitzel, dann kann ich auf diesen klicken und voilà, hier ist die Datei sofort mit enthalten. Aber das sind interne Links. Es gibt aber auch externe Links. Das bedeutet, dass wenn du eine Webseite geteilt hast, zum Beispiel hier Rückläufigkeit der Planeten, dieser Link, der wurde auch gespeichert und dann kommt man sofort zu einer externen Webseite. Dann Sprache. Alle Audios, die hinterlassen wurden, sind hier auch gespeichert. Man kann sie auch wie ein Hörbuch anhören, man kann aber auch Hörbücher hochladen und alle GIFs, genau. So, das ist eine Gruppe. Das ist, um sich auszutauschen, mit anderen Menschen bereichern, ein gemeinsames Thema haben, es diskutieren, daran wachsen. Aber die Gruppen haben nicht so eine große Reichweite. Ich sehe hier, guck mal, man kann sogar Umfragen stellen, das stimmt. Und dann kannst du auf die Umfrage klicken und sehen, wer hat was geantwortet. Klicke hier, Ergebnisse anzeigen. Ich habe gefragt, klicke hier als Zeichen, dass du aktiv mitübst. Und schon hatte ich eine Antwort. Oder ich schaffe es, jede 14 Tage dabei zu sein. Oder ich mache passiv mit. Kannst ständig Anfragen schicken. Das ist sehr nützlich, weil das ist auch eine Form von Kommunikation mit deiner Zielgruppe. Und was ist der Unterschied jetzt zum Kanal, wirst du sagen? Okay, ich öffne hier jetzt einen Kanal. Das ist jetzt der You Can Ask Questions. Der Kanal, der passiert, dass der, du kannst entscheiden, dass du vielleicht nur Informationen postest und gar keine Kommunikation zulassen möchtest. Du kannst einfach so einen Post machen, kannst deine Hashtags machen, sodass du über Hashtags gefunden wirst. Zum Beispiel hier, vorne hier. Aber du musst da keinen Chat zulassen. Du kannst es aber hier zum Beispiel, ich habe das so gemacht, dass man trotzdem in eine Diskussion führen kann, aber die Diskussion, die ist nicht im Verlauf sichtbar. Hier sieht man vielleicht drei, vier Kommentare. Guck mal, man kann hier sehen, wie viele Leute diesen Post geguckt haben. Obwohl ich keine Werbung gemacht habe für diesen Kanal. Trotzdem habe ich 98 Views. Und wenn jemand diese Publikation sieht, die Person kann hier im unteren Bereich nichts schreiben, da ist keine Chatmöglichkeit. Das Einzige, was die Person machen kann, ist hier zu diesem einzelnen Beitrag die Meinung geben. Und die Kanäle, die haben eine viel größere Reichweite, so dass wenn du Reichweite möchtest und keine Gruppe betreuen magst, es geht um die Information, um Bekanntschaftsgrad zu erreichen mit deiner Webseite, mit deinem Projekt, dann empfehle ich dir einen Kanal und du kannst trotzdem eine Chatfunktion mitnehmen. Wenn du aber schon eine Gruppe hast, zum Beispiel für ein Coaching oder ein Workshop, wo du die Interaktion wirklich brauchst, um Kundenbindung zu haben, den direkten Kontakt, dann empfehle ich dir eine Gruppe oder beides. Jetzt zeige ich dir, wie ich das hier bei mir gemacht habe. Ich habe mehrere Gruppen und Isa Lightworkers Awakeness, das ist jetzt eine Gruppe von mir, ist eine noch für Telegram eine ziemlich kleine Gruppe mit 675 Abonnenten. Und hier, wie du siehst, habe ich keine Interaktion. Also hier kann niemanden schreiben. Das Einzige, was man kann, ist liken. So, wir sehen, welche Reichweite das Ganze haben kann. Also hier habe ich super viele Posts. Natürlich, es sind nicht alle Posts von mir verfasst worden. Sehr viele sind Reposts von anderen Kanälen, tolle Sachen, die ich so Tag finde oder Sachen, die mir von anderen Leuten
geschickt werden. Das ist auch eine Möglichkeit. Und jetzt möchte ich aber einen Post schicken, was sich finden lässt. Die schnelle Mama liest das ein bisschen schwierig. Danke. No, Magic. Mal sehen. Okay. So, das wird schwierig sein. Nee, das werden wir nicht so finden. Also auf jeden Fall, es geht mir um die Reichweite dann. Wenn man das nach Monaten sieht, guck mal, wenn ich schnell scrolle, da steht Februar 2023. Guck mal, wie viel gepostet wird. Also viel posten ist für die Reichweite auch wichtig. Es ist ein Bekanntschaftsgrad, aber es bedeutet nicht, dass wer die meisten Follower hat, am meisten verkauft. Also das stimmt tatsächlich leider nicht. Oh, das wurde mein Verlauf gelöscht. Nee, nee. Also das eine ist die Reichweite und das andere ist die Effektivität beim Verkauf, ne? Das muss man wirklich trennen. Und effektiver ist zu verkaufen, wenn deine Zielgruppe dich persönlich kennt. Das tatsächlich ist es manchmal besser, 10 Leute bei sich zu haben, die glücklich sind und die dich wirklich mögen und das, was du anbietest, deine Gabe, als 700 Leute zu haben, wo du tatsächlich 700 Leute nicht kennen kannst. Also ich kenne von denen, die hier sind, keine 700 Leute. So, und jetzt gucken wir, wo es sagt, das ist Dezember. Ich brauche aber November 2022 gibt. Okay. Hier habe ich einen Post gemacht. Jetzt bin ich gespannt, ob ich den noch anklicken kann, weil das wirklich jetzt die Memoirs. November 2022 ist für so ein schnelllebiges Leben wie Telegram wirklich eine Ewigkeit. Und jetzt versuche ich hier einen einzigen Post, den ich gemacht habe, zu finden. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wo der sich versteckt hat. Dann, ich möchte dir nur zeigen, wie sich die Reichweite, wenn du gut netzwerkst, in Telegram multipliziert, und wie du das Ganze nutzen kannst. Hier ist der Post. So. Okay. Nachricht anzeigen. Okay. Nachricht anzeigen. Okay, das sind wir. Oh, das ist aber nicht. Okay. So. Wir nähern uns schon wirklich den Post, den ich haben möchte. Das war die Zeit. Ich hoffe, dass du dich gerade nicht langweilst. Aber da habe ich mich wirklich bemüht zu netzwerken und bin jetzt sehr gespannt, wie genau. 18, was mit diesem Post passiert ist. Also es geht auch darum, dass du im Telegram mit anderen Leuten dich vernetzt, in die Kommunikation gehst und denen ein Angebot machst, ne? Also guck mal, das ist hier bei mir auch Werbefläche für andere Leute. Nicht alles wird von mir gepostet. So. Ich finde es gerade nicht. Das ist wirklich ein Riesenmeer von gibt. So. Was anderes? Okay, so. Das ist eine Gruppe, die ich habe. So. Okay. So. In dieser Gruppe, dann zeige ich, was mit diesem Post passiert ist, den ich gerade nicht finde. Wie du siehst, hier sind 10,9K, das bedeutet fast 11.000 Likes oder Views hat dieser Post von mir gehabt über Telegram. Das war November. Und irgendwann mal sind es fast 12.000 geworden. Das kann ich jetzt aber nicht sehen. Und hier habe ich die Story gemacht, wie das Ganze gewachsen ist. Das war meine Idee, ein Coaching zu machen, für eine Dankbarkeitsgruppe. Und hier habe ich begonnen. Das war jetzt mein Trailer. So. Okay, das ist den Trailer, den ich gemacht habe. Den habe ich verschickt und dann ging der Wahnsinn los.
Auf einmal hatte ich hier schon 3.900 Klicks. Auf einmal waren es, wie man es hier sieht, 100 Leute in der neuen Gruppe. Innerhalb von, glaube ich, 2 Tagen hatte ich 100 Anmeldungen, wo ich dachte, wow. Und dann waren es schon nach kürzester Zeit 205, also quasi jeden Tag kamen 100 Leute dazu. Dann war ich schon bei 5.100 Views. Und das Ganze ist so weitergegangen, 6.800. Weiter 7.000. Hätte ich schon, mir fällt gar nicht, aber genau, 7.700 Views. Da dachte ich schon, es kann doch nicht wahr sein. Es ging wirklich viral, ne? 8.600. Das alles innerhalb von 5 Tagen, wie ich hier schreibe. Und dann, bang, guck mal, innerhalb von 4 Tagen 363 Mitgliedern haben sich angemeldet für meinen Workshop, wo ich dachte, das kann doch echt nicht wahr sein. Also, guck mal dir diese Zahl. Dankbarkeitsreise und das innerhalb von 5 Tagen wegen der richtigen und gut gemachten Vernetzung. Hier 9.600 Klicks und es ist immer noch der gleiche Post, ne? Der ging wirklich rum. Und am Ende waren es hier 10.900. Das war aber innerhalb von 6 Tagen. Mittlerweile sollte es mehr Klicks haben, aber die Gruppe ist, der Workshop ging schon zu Ende, ist geschlossen. Und das sind die Vorteile, den du haben kannst, wenn du mit Telegram arbeitest. Du kannst eine Mega-Reichweite erreichen. Du kannst auch mit deiner Zielgruppe super gut arbeiten. Und wie das alles so im Einzelnen geht, das kann ich dir gerne zeigen. Ich bin Alex von Spirituelles Business Coaching. Und ich bin gerne für dich da. Ich danke dir sehr, dass du jetzt hier bei mir gewesen bist. Kannst dich gerne melden. Ich zeige dir gleich hier meine Webseite www.spirituelles-coaching.net. Oder du kannst mir eine E-Mail schicken an alex@spirituelles-coaching.net. Ich freue mich sehr und danke, dass du hier warst. Ich hoffe, dass dir geholfen hat. Aus vollem Herzen danke. Und bis zum nächsten Mal.